fühle mich hier ein bisschen unbehaglich. Es mag daran liegen. Und an dem matschigen, schleimigen Geräusch im Hintergrund. Das habe ich befürchtet. Aber es geht immer hier vorne weiter. Und ich bin unbewaffnet. So. Okay, das ist keine Munition. Aber da hinten ist noch was. Ja! Hilfe? Scheiße! Weg hier! Oh. Scheiße, hier ist zu. Die Tür ist auf. Hier will ich durch. Aber ich habe schon wieder keine Ausdauer mehr. Nun geh. Bitte geh doch. Ich höre es doch schon wieder. Da ist ein Knopf. Okay. Ich muss hier erstmal alles mitnehmen, was ich kriegen kann. Das ist ganz wichtig. Okay, das vibriert mir hier alles zu doll. Ich will hier weg. Ah, da ist sie schon. Kann ich sehen, ob sie hier auch runterkommt. Okay. Schnell, schnell, schnell. Was willst du, verdammt? Okay, ich versuche mal unter durchzuschleichen. Und laufen. Laufen, laufen, laufen. Alter, was ist das für ein Psychoviech? Ich glaube, wir hätten den einen da noch verbrennen können und dann noch was kriegen. Oh, hier können wir auch verbrennen. Dann können wir hier vielleicht auch noch was kriegen. Was war das denn für eine Psycho-Bitch? Da ist schon wieder... Nein! Bin ich hier durch? Lass mich hier durch. Alter! Ich bin gehetzt, ich bin gehetzt, ich bin gehetzt. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Los, lauf, 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 lauf. Alter! Verdammt! Das war knapp. Wir sind gerade mal 3 Minuten um und bei, vielleicht, im Spiel und ich habe scheißnasse Hände und bin völlig fertig mit den Nerven. Was ist das für eine kranke Scheiße hier? So, den laden wir jetzt erstmal nach. Ich hoffe, die kommt jetzt gerade nicht, aber diese Horror-Hetz-Musik ist erstmal vorbei. Das heißt, so, auf alle Fälle bewaffnen. Ja, guck mal, die Granate hätten wir noch gehabt, aber daran habe ich jetzt nicht gedacht. Hier haben wir schon wieder so ein komisches Fass. Das kann ich mal. Ja. Nee, mit dir will ich mir nicht anlegen. Den können wir bestimmt eh nicht töten. Wenn der tot ist, ist doch alles vorbei. Der ist weg. Nee, da kommt er. Ja. Ja. Ist er jetzt... Hä? Was passiert hier? Ich habe auch eben gesehen, ich habe nur eine Waffenkiste übersehen. Die will ich aufmachen. Oh. Hä? Wir sind in einen Schacht. Aber irgendwie... Da will mich jemand unbedingt einweisen. Ja, also ich glaube, mich an seiner Stelle könnte man schon einweisen. Auf jeden Fall dieser Schacht da, der ist doch irgendwie... Der war senkrecht und als wir unten angekommen sind, war auf einmal waagerecht. Also er hat sich um 90 Grad gedreht. Ich weiß gerade nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Ich bin misstrauisch geworden, wenn hier so ein Flimmerzeug in der Luft ist. Achso, das ist... Okay, voll. Aber... Wir erfahren was Neues. Tagebuch von Sebastian Castellanos, März 2005.
Die schlechte Nachricht ist, dass ich einen neuen Partner zugeteilt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Myra ja gesagt hat. Außerdem ist die schlechte Nachricht gar nicht so schlecht. Joseph ist ein sehr guter Detektiv und wir sind ein gutes Team. Die Polizei von Crimson City braucht mehr Männer wie ihn und es ist eine Ehre für mich, an seiner Seite zu arbeiten. Manchmal fühlt es sich so an, als würde ich ein Boot ausschöpfen, das ein riesiges Loch im Rumpf hat. Nach jedem aufgeklärten Verbrechen werden 10 neue gemeldet. Das KCPD ist wie eine dünne blaue Linie, hinter der die Bürger vor dem Verbrechen geschützt sind. Aber manchmal scheint es, als wäre das Verbrechen in der Überzahl. Ich glaube, das Problem gibt es überall. Das ist einfach so. So, wollen wir schauen, ob wir ein paar neue Gehirnpunkte vergeben können? Ich finde... substanziell für mich am Arsch. Schon, und ich finde irgendwie, er hat recht. Ich muss ihm da mal recht geben. Ich muss ihm da zustimmen. Das ist alles sehr schwierig, ja. Sehr, sehr schwierig. Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Das ist richtig. Aus gutem Grund, Mädel. So, lass mich hier durch. Geh schnell da. Okay, wir können hier nicht schnell durch. Das wäre wahrscheinlich unhöflich. So. Hier irgendwo hatten wir doch noch. Spritzen haben wir die nicht mehr. Ich weiß, wir haben noch einen Schlüssel. Haben wir die ausgeräumt? Die haben wir doch noch nicht ausgeräumt, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Ich meine, hier... Achso, nicht, hier liegt noch was dran. Haben wir wahrscheinlich wirklich ausgeräumt. Wir hatten noch nichts geöffnet. Na gut, dann nehmen wir mal hier die schöne Mitte. Da kann nur was Gutes drin sein. Na gut, nicht das, was ich mir erhofft habe, aber... Okay, es war doch ganz gut. Ja, das kann man nicht anders sagen. Das war hier hinten. Stimmt, hier könnte man. Nee, hier könnte man nicht. So. Dann werden wir mal gehen. Und dann lohnt sich das jetzt ja auch auf jeden Fall, ein bisschen was neu zu verteilen. Ich weiß noch gar nicht so genau, wo ich das alles haben will, aber ich werde mal schauen. Hier hängt auch nichts Neues. Hier hängt nichts Neues. So. Seit wann ist denn die Tür hier zu? War die nicht sonst immer offen? Ich glaube, ich werde auch langsam verrückt. So. Dann schauen wir mal. Die Lebensanzeige, maximale Sprintdauer. Vielleicht sollten wir die maximale Sprintdauer doch mal ein bisschen erhöhen. Das wurde ja eben echt ein bisschen knapp. Um eine Sekunde. Eine Sekunde ist nicht viel. 3000. Wir haben das mal im Blick. Der Nahkampfschaden. Ja, der hätte uns ehrlich gesagt gegen diesen Unsichtbaren helfen können. Und ich befürchte, dass das nicht nur ein Gastauftritt war. Ich mach das mal. Ich schaue jetzt erstmal bei den Waffen. Schadensmultiplikator, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Kritisch, ja gut. Wir haben natürlich am meisten Pistolenmunition. Von daher, mein Schrotflinte macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Ist ein bisschen schöner, aber was bringt uns das, wenn wir das hier dann auch noch alles so ein bisschen pimpen und im Endeffekt nichts davon haben, weil wir haben keine Munition. Das ist ein bisschen doof. So. Hier. Nee, ich muss sagen, da bin ich nicht von überzeugt. Nicht so wirklich. Zumindest noch nicht. So, okay, 8000. Ja, gut. Was soll's? 2500. Plus 20%. Die Genauigkeit wäre natürlich auch nicht verkehrt. Das wäre natürlich echt cool. 500 ist jetzt ja nicht die Welt. Das machen wir einfach mal. Achso, ich wollte gerade sagen, wieso habe ich nur 1500, ob ich mich verlesen habe. Aber nein, ist alles gut. Ich habe mich beim zweiten Mal verlesen. So, 1500 gebe ich dafür jetzt aber nicht aus.
So, ich möchte hier die Sprintdauer erhöhen. Das möchte ich definitiv. Das schwirrt mir jetzt die ganze Zeit im Kopf rum. So. Was können wir hier sonst nochmal machen? Obwohl ich ja von der Armbrust nicht überzeugt bin. So, plus 10% mehr schon. Ich meine, da können wir uns natürlich auch immer wieder Munition herstellen. Ist natürlich nicht verkehrt, aber ich nehme jetzt erstmal die Pistole. So. Was haben wir hier? Nachladegeschwindigkeit. Ich glaube, das ist jetzt nicht so furchtbar wichtig. Und sonst können wir uns hier nichts mehr leisten. Hier sowieso nicht. Hier. Nee. Nee. Die habe ich noch nicht mal benutzt. Von daher. Ich bin hier irgendwie von nichts überzeugt. Was ein bisschen ungünstig ist, weil ich brauche es ja im Prinzip doch alles. Okay, aber von 700 könnten wir uns noch die Nachladegeschwindigkeit leisten. Die finde ich jetzt nicht so wichtig, von daher gehen wir mal wieder. Und plaudern nochmal schnell hier mit der netten Dame. Na? So. Ich habe ein bisschen Angst zurückzugehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber okay, es nützt nichts. Wir müssen hier ja nun irgendwie mal, ne? So. He's watching. Oh je. Ey, warum komme ich hier rein? Ich habe damit gerechnet, dass hier die Tür zu ist. Okay, die hat keine Beine mehr, die wird mir nichts tun können. Doch gar nicht so verkehrt, dass wir hier reingekommen sind. Alter, die Geräusche hier, dieses... Okay. Und jetzt ist weg. Aha. Na, hier probiere ich mal gar nicht jetzt. Man merkt vielleicht, ich bin gerade etwas... Alter. Ich bin gerade ein wenig beunruhigt. Okay, zugeben, ich bin stark beunruhigt. Sehr stark beunruhigt. Okay. Gehen wir hier auch nochmal rein. Okay, der muss... Huch. Der muss weg. Definitiv. Ein paar Streichhölzer. Gut, dann können wir den guten Herrn hier auch gleich verbrennen. Achso, ja, gut. Ja, ich bin doof. Ist alles klar. So. 7 Streichhölzer. Wir sind wieder völlig belastet. Ich traue mich jetzt gar nicht mehr rauszugehen. Ich weiß nicht, wo die Olle ist von eben. Ein ganz klein bisschen beunruhigt, aber... Auch nochmal rein. Ist aber nichts
Die ganzen Geräusche hier, die machen das so kirre. Da ist doch jemand, oder? War da gerade nicht jemand? Ja! Oh, so einer schon wieder! Ich muss ihn erwischen, ich muss ihn erwischen! Seht ihr? Gut, dass ich hier meinen Nahkampfschaden und so. Oh, der hat mich gleich trotzdem. Oh, ich glaub das nicht. Scheiße. Oh, Mist. Wie kann ich dem denn vorbeugen? Das muss überraschen. Ich meine, die sieht man ja auch nicht kommen. Geräusche sind hier ja überall. Oh. Okay, wir starten hier wieder. Mist.